Die Sache ist mir zu heiß. Nein. Ja, wo ist sie denn nun? So. Die Sache stinkt doch. Da nämlich. So, jetzt aber. Hier, guck mal. Ich habe etwas Essen für dich dabei. Das wurde auch Zeit. Die Arbeit an diesen Metalleimern macht einen hungrig. Ich hoffe, die Kantine hat dieses Mal etwas Besseres im Angebot als letzte Woche. Was würde ich dafür geben, mal wieder ein richtig gut zubereitetes Stück Fleisch zu essen? Dann wirst du deine Erwartungen wohl runterschrauben müssen. Nur ein Eintopf. Naja. Martha macht das Beste aus dem, was sie hat. Trotzdem danke, dass du mich nicht vergessen hast. Ach ja, willkommen bei den Klerikern. Wir haben noch Fleisch. Können wir nicht aber so einen Fleischlappen geben? Wie geht es mit der Reparatur der Roboter voran? Dank deiner Hilfe konnte ich den Fehler finden. Ich bin froh, dass nicht mehr Schaden entstanden ist. Das Problem war, dass die Owner-Routine den Parent Array nicht ordentlich abgefragt hat. Kannst du dir das vorstellen? Irgendein Idiot ist einfach hingegangen und hat einen zufälligen Owner ausgewählt. Da konnte es eben passieren, dass der Roboter versucht hat, den Boden vor meinen Füßen zu beschützen. Ja, weil er den Boden als Owner erkannt hat. Es ist ein Wunder, dass das nicht schon früher Probleme gemacht hat. Wie kann man das denn falsch programmieren? Komisch. Das nervt. Das ist komisch. Ja, das nervt. Okay, dann haben wir hier soweit alles. Aber natürlich erstatte Martha Bericht. Müssen wir da nochmal. Oh, wow, was. Auf einmal der Abgrund. Gut, dass wir von der Suppe noch Bericht erstatten müssen, wusste ich nicht. Machen wir das auch nochmal schnell. Und dann gehen wir wieder zurück. Gut, dass ich dich treffe. Hä? Ich habe mir die ganze Nacht mit Abits Lehren um die Ohren geschlagen. Was? Aber es hat sich ausgezahlt. Eva, was? Was? Du meinst das Buch aus dem Archiv? Genau. Irgendetwas passt nicht zusammen. Zwischen den Zeilen liest sich das Machwerk viel zu technisch, als dass es sich um eine reine Glaubenslehre handeln könnte. Des Weiteren hat jemand ein paar Randnotizen auf einigen Seiten hinterlassen. Wer auch immer das Buch vor mir gelesen hat, war einem Rätsel auf der Spur. Mhm. Dieses Rätsel können wir nur lösen, wenn wir den Hinweisen, die uns die Randnotizen geben, nachgehen. Pass auf. Ich konnte aus den Notizen diese Koordinaten entschlüsseln. Ich bin mir sicher, wenn du ihnen nachgehst, stößt du auf weitere Hinweise. Mhm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin ihnen schon nachgegangen übrigens. Was? Was? Ich glaube, ich habe schon gefunden. Ich meine, wir haben ja gründlich die Welt auf den Kopf gestellt, ne? Ziemlich gründlich. Nicht hundertprozentig, aber schon ziemlich 98-prozentig. Und da habe ich natürlich schon vorab gefunden, Ich bin den Koordinaten aus Abits Lehren nachgegangen. Und? Was hast du entdeckt? Hier, wirf mal einen Blick drauf. Das sieht aus wie ein Teil eines größeren Rätsels. Und wenn es ein Puzzlestück gibt, dann müsste sich auch der Rest finden lassen. Hast du sonst noch etwas entdeckt? Ja, eine Karte. Eine Karte? Nun, dann such den Ort auf, der auf ihr verzeichnet ist. Ich würde ja mitkommen, aber ich bin hier wesentlich besser aufgehoben als da draußen. Viel Erfolg! Also müssen wir vier Häuser auf jeden Fall machen. Kannst du mir mit dem Rätsel von Abits Lehren weiterhelfen? Ich würde dich wirklich gerne unterstützen, aber mir sind die Hände gebunden. Du wirst da draußen alle Hinweise zusammentragen müssen, bevor ich dir weiterhelfen kann. Okay, also vier Häuser. Jeder Hinweis, der Hinweis auf den nächsten Hinweis. Okay, danke Eva. Tschüss Eva, mach's gut Eva. Vier Häuser also. Na, jupp Heidi. So, hier. Die Rationen sind alle verteilt. Gut, dass du dich in angemessener Zeit dieser Aufgabe angenommen hast. Gab es bei der Verteilung Probleme? Nicht direkt. Da ich auch nichts Gegenteiliges gehört habe, wird unsere Führung mit dir zufrieden sein. Außer meinem Dank kann ich dir nichts geben. Aber die eigentliche Belohnung ist wohl, dass dir dein Aufstieg in unseren Reihen nun leichter fallen wird. Ja, wenn ich vorhin nicht diesen einen Fehler gemacht hätte. So, danke dir. Tschüss.
So. Ursache, Gehorsame. Ach, die Mutanten. Stimmt ja, da war ja noch was. Stimmt ja. Dann düsen wir mal kurz raus. Und schauen doch mal, was mit den Mutanten auf sich hat. Warte mal. Ganz kurz. Warte mal, hat der Xander, der verkauft doch auch Sachen, oder? Oder bringt er nur was? Nee, verkauft ihr denn nicht was? Ich geh mal kurz gucken. Hier. Zeig mir deine Ware. Verstanden. So, Mana-Trank, reines Elex. Das ist alles nicht das, was ich brauche. Nee. Sonnenbrille modern, toll. Starker Energiespeicher, müssen wir vielleicht auch irgendwann. Füllt die mentale Energie wieder stark auf. Wäre eigentlich auch gut. Also Energiespeicher können wir, glaube ich, auch brauchen. Das sind persönlich ganz viele Missionen, mehr Erfahrung einbringen lässt. Oh. Aha. Ah, gut. Aber das, was ich suche, hast du nicht. Dann mal kurz markieren. Martha, das wahrscheinlich auch nicht, aber Levin vielleicht. Levin allein zu Hause. Wo bist du denn? Levin, Kleriker. Hans! Der Hort bietet uns allen Sicherheit. Aha, danke Hans. Du Tausendsasser. Manche reißen das Maul hey. Zu weit auf. Sag mal. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Kleiner Heiltrank, Lebenssaft, Schnärbe, Eisenerz, Sprengen, Spiegen, Sprung. Steakteller, tolle Sache. Mandibeln. Okay. Nein, leider nicht. Sie auch nicht. Okay. Ferdinand? Die Sache stimmt. Hoff ich mal. Oh nein. Warte. So, warte. Ferdinand? Ach, hier. Junge. Gemischt Waren. Na, der wird doch was haben. Ferdinand! Sag mal. Zeig mir deine Ware. Sicher doch. Eisenerz, Magnesiumfackel, Plasmazelle, Energiezelle. Nein, natürlich auch nicht. Energieriegel. Ganz kurz. Darf ich hier rein eigentlich? Okay, sagt keiner was. Auf der 2. Scheiße, kann ich hier nicht gucken. Ich weiß leider nicht, welche Waffe das auf der 2 ist. Müsste doch umrandet sein, ne? Plasmagewehr PT3. Dürfte die wohl sein. Energiewaffe. Okay, wenn ich mir jetzt also hier die Energienuggets kaufe. Zeig mal. Zeig mir deine Ware. Sicher doch. Energiezelle kostet 2. Für alle Laserwaffen. Okay, angenommen, ich kaufe 20. Nur mal gucken. Dann gehe ich hier schnell raus. Ah, ich bin doof. 301. Okay, vergiss es. Ich habe wieder nur oben gesehen, 6 von 6. Das ist das aktuelle Magazin. Okay. Aber ist egal. Wir haben die haben ja nicht umsonst gekauft. Aber er war es halt auch nicht. Siegfried. Oh boy. Und ich würde gerne wissen, wie andere Fraktionen jetzt auf uns reagieren. Das würde ich halt auch gerne mal. Ne? Also wenn wir zu Berserkern gehen, werden die uns sofort angreifen oder werden die uns einfach nur offen feindlich gegenüberstehen oder werden die sagen, wow, das ist eine coole Rüstung. Ich glaube, ich gehe auch dahin. Eine Schande ist das. So. Da bist du ja. Siegfried, sag mal.
Lass uns handeln. Dann zeig mal, was du hast. Auch nicht. 7 alte Münzen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich suche jemanden, der mir Granaten verkauft. Der Rüstmeister doch bestimmt. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Ich suche jemanden, der mir einfach Granaten verkauft. Das ist alles, was ich gerade suche. Könnt ihr auch zum wandernden Händler gehen. So, warte, warte. Hey, Rüstmeister. Folgendes. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Mit meinem Rang? Oh, gut. Akolytenhelm? Haben wir noch gar keinen? Cool. Rüstung plus 4? Naja. Akolytenrüstung haben wir, die haben wir schon. Akolytenhose haben wir auch noch nicht. Plus 1, okay. Brennstoff, Plasmazelle. Sag mal, hatte keiner hier Handgranaten? Keiner hier hat Handgranaten. Okay. Flammenwerfer, Typ B haben wir schon. Sehr gut, sehr gut. Aber Typ A macht 70 Schaden und der hier 39. Kostet 2600, können wir uns sogar leisten. Wenn wir den haben wollten. Okay. Ich überlege, ob ich das machen soll. Just for fun. Flammen 745, okay. Ich meine, 70 Schaden. Dann den Akolytenhelm. Und die Akolytenhose. Wir werden später bestimmt bessere Sachen kriegen. Brennstoff könnte ich theoretisch auch mitnehmen. Weißt du was? Komm. Handel akzeptieren. Und Energiezellen? Handel akzeptieren. So. Haben wir noch unsere alte Hose an, oder was? Ich schau mal eben ganz kurz, warte mal. Unser Höschen momentan. Wir tragen gerade die Schachterhose, ja, die Arbeiterhose, okay. Akolutenhöschen an. Und dann statt der Sonnenbrille praktisch Akolytenhelm. Und gucken, wie es aussieht. Naja, ich sehe aus wie ein billiger Stormtrooper, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin ja nur Akolyt. Ich krieg die guten Sachen ja noch nicht. So, keiner verkauft mehr Handgranaten. So sad. Dann mache ich mal schnell ein Feuerschwert gerade. Baller ich mal kurz Flammenwerfer Typ A1 da drauf. So. Darüber schweige ich mich aus. Der sieht sehr schnieke aus. Testen wir natürlich erstmal. Nur wer einen reinen Körper hat, kann erhoffen, von Kalan gerettet zu werden. Einen reinen Körper? Also ich schon mal nicht. Ich stinke wie Hulle. Schade. Da wird Kranan sehr böse sein. Ich sage extra Kranan jetzt. So, okay. Gut, 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 gut. Ursache und Wirkung, Mutanten. Dann mal los. Ich muss natürlich mal gucken, wo die Mutanten sind. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ciao. Hätte wahnsinnig gerne. Oh, Mutantenschaden wäre auch so gut, ne? Weil wir den schon machen könnten. Mit ein paar Elix-Tränkchen könnte es theoretisch gehen. So ein schöner Lernpunkt, tut bestimmt nicht weh. So, okay. Na, dann wollen wir mal. Im Norden. Die werden doch bestimmt gleich hier irgendwo sein. Wenn er sagt, die sind in der Nähe, dann werden die bestimmt in der Nähe sein. Da sehe ich irgendeinen Gockel auf und ablaufen, der kann es aber nicht sein. Was hier? Nichts. Hört sich an wie Bauchkluggern.
Aus dem Norden, sagt er, ja? Aus dem... Moment. Ich guck mal lieber. Ach, da aus dem Position der Klee... Ach, da irgendwo? Ja, Jupp-Heidi. Okay, Straße hoch, links geradeaus. Ich geh mal hier und dann guck ich mal, wo ich da lang komme. Ja. Ich heule gleich mit. Warte mal. So, warte. Da hinten ist eine alte Bärenknolle. Falsches Game. Aber der Gestank ist ähnlich. Hier ist aber schön. Vielleicht ein bisschen angeln gehen am besten. Das hier ist nicht die Straße, die ich gesehen habe, ne? Das hier ist einfach nur, wir laufen hier gerade irgendwo rum. Was, glaube ich, nicht die beste Idee ist aller Zeiten, aber... Eine andere habe ich gerade nicht. Da sind Hundis. Warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier bin. Doch, ist richtig. Hä? Das... Okay, das ist doch eine Straße. Es sah eigentlich aus wie ein wunderschöner Beach. So. Da hinten drin, sagst du? Na, das ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle. Wenn die Kleriker da drin waren... Ich höre es doch bis hier, da ist noch da sind irgendwelche Viecher drin. Und Elix. Da drin. Ich speichere mal. Ausdauer ist weg. Mist. Okay, mit dem Flammenwerfer muss ich aber noch mal klarkommen hier. Das wollte ich. Oh. Alter. Komm nicht weg. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Heilige Scheiße. Okay, ich wollte gerade den Flammenwerfer eigentlich nur üben. Ah, ich muss mir jetzt mal angucken, was der für Modi hat. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Okay, mit dem Flammenwerfer kann ich auch nicht rennen. Und ich bin ganz ehrlich, da drin sehe ich mir zu wenig. Da drin sehe ich mir zu wenig? Also du weißt schon, was ich meine. Fliegen geht auch nicht. Alles klar, deswegen. Na toll. Aber ganz ehrlich, verglichen mit früher, der Flammenwerfer ist nice. Eine Sache würde mich interessieren. Huch! Ja? Was genau gibt dir das, ein Kleriker zu sein? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Darum geht's ja. Okay. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Okay, cool. Ich wollte eigentlich den hier looten. Und den hier looten.
Die Stelle ist aber sehr undankbar mit diesem Baumgezuppel, die ganzen Viecher erstmal und dann das ganze Baumgezuppel, was einem ins Gesicht hängt. Kein Wunder, dass die Kleriker... Was haben die mit dem Kleriker gemacht? Was genau? Oh, Klerikerin. Schwierig. Auch hier wieder. Sehr schwierig. Okay, ich meine, hier ist ein fetter Elixir, hier ist ein fetter Elixstein. Krieg ich hier kein Elixid, kein gar nichts. Es stinkt förmlich danach, dass wir was kriegen. Ich meine, gut, wir haben die Monster jetzt weg. Und, ich bin sehr happy. Gar nicht gesehen. Ich bin sehr happy. Ach, hier ist noch einer. Dass wir diesen Moloch weggekriegt haben. Und zwar ohne Granate. Dafür haben wir jetzt einen Flammenwerfer. Der... Trockenfleisch. Der ehrlich gesagt sehr sporadisch nur funktioniert. Also der hat immer Cooldowns. Ich muss mit dem echt noch umgehen lernen. Aber der macht, ganz ehrlich, der macht ganz erquicklichen Damage. Und ich würde da hinten die Chimäre auch mal direkt ausprobieren. Mit Los Flamos Werfos. Und man ist leider sehr langsam damit. Sehr langsam. Okay, ja, ja. 5, 3. Ich bin da. Also es funktioniert. Danke, dass du da warst. Jo, easy. Das hätte schief gehen können. Ja, das hätte es. Es funktioniert sehr gut, aber ja, wäre wahrscheinlich besser, wenn man safe steht irgendwo. Ah. Das Nützliche mit dem Praktischen verbinden. Chimäre Dot, Exitbeutel, Elektrosrott, Drogenfleisch, geil. Drogenbecher. Dann hier nochmal schönes Giftkraut, was ehrlich gesagt niemand interessiert. Also mich zumindest nicht. Da drüben noch ein kleines Heilkräutchen, das würde ich mitnehmen. Und hier aber noch so ein... Ja, die bringen uns nicht mehr so viel. Den könnte ich wegballern, aber der bringt nicht mehr so wirklich viel. Cool. Also das mit dem Flammenwerfer gefällt mir sehr, sehr gut. Ich brauche mit dem noch ein bisschen Übung. Ich muss mit dem noch ein bisschen einspielen. Aber an sich gefällt mir das sehr, sehr gut. So, die ich nehme ich auch nochmal mit. Ich laufe hier übrigens rum, immer noch in der Hoffnung von ganz besonderen Pflanzen. Schöne Plänzchen. Du weißt schon, die guten Pflanzen. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar finden. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, welche wir schon alle haben und welche noch nicht. So, okay. Dann haben wir das. Also glaube ich zumindest. Ich guck mal lieber rein. Dass ich herausfinde, was sie anlockt, aber... was sie anlockt? Das Elix in der Mitte wahrscheinlich, ne? Würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen, sonst fragen wir Hagen. So, warte. Gehen wir mal zurück. Würde ich mal sagen, sonst fragen wir Hagen. Wir werden das schon regeln. So. Mal Kugel. Der hagere Hagen. Komm mal am besten dahin. Immer wieder dieselbe Frage. Hier. Hagen, wir fahren nach Lot. Ach ja, da bist du ja wieder. Hallo.
Folgendes. Ich habe herausgefunden, wo die Mutanten herkommen. Ach, wirklich? Und woher? Im Nordosten neben dem Hort ist ein Elex-Vorkommen. Sie scheinen von dort zu kommen. Deine Männer dort sind alle tot. Bei Kalan, wie ich es befürchtet hatte. Danke für die Nachricht. Ich werde sofort Verstärkung dorthin schicken. Wir müssen das Vorkommen für uns einnehmen. Koste es, was es wolle. Fast hätte ich es vergessen. Deine Bezahlung. Alles angetreten! Die sind schon alle tot. Alles angetreten, keiner geht mit. Ach doch, jetzt treten... Ach, die treten hier an. Cool. Guck ich mir mal kurz an. Aufgepasst, Männer! Es ist ein neues Elex-Vorkommen entdeckt worden. Ich will, dass ihr euch sofort auf den Weg macht und es sichert. Eventuelle Mutanten werden vernichtet, Alps ausgelöscht und die Position gesichert. Verstanden? Ja, Sir. Weggetreten. Ja, Sir. Cool. Ich meine, die Mutanten haben wir ja alle. Oh, warte mal. Zeig mir deine Ware. Okay. Handgranaten. Nein, keine Handgranaten. Plasmazelle, Brennstoff, weißt du was, den nehme ich einfach alles mit. Und Energiezelle, nehme ich auch mit. Ich meine, wir haben ja ein bisschen, ne? Wir haben ja ein bisschen was. Oh Gott, Schaden 91, willst du mich verarschen? Ich hätte den anderen gar nicht kaufen sollen. Ich meine, ist egal letzten Endes, aber... Schaden 91? Geschicklichkeit 61. Ja. Kaufe ich mir trotzdem. Auch wenn wir den später irgendwo kriegen. Geschicklichkeit 61. Kriegen wir sogar hin. Flammenwerfer Typ A2. Quickslot zuweisen, Nummer 3. Oh, schön. Oh ja, oh ja, oh ja. Warte, ganz kurz. Muni haben wir auch noch ein bisschen. Sehr, sehr gut. Ja, 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 nun, ich glaube, also wir könnten jetzt theoretisch XP-Farm gehen, indem wir einfach die Welt absuchen nach fiesen Mutanten. Am liebsten würde ich nochmal ganz kurz eben in die Lernkurve steigen. Jetzt muss ich ja lernen. Und würde beim Lehrer noch den Kampf gegen Mutanten lernen, dann kriegen wir die noch schneller runter. Okay, ich schau trotzdem mal, wie sieht's denn hier in meinem Log aus? Gehorsame Pflichterfüllung. Ich glaube, wir müssen nur noch abgeben, ne? Doof, dass wir diese Frage da nicht beantworten konnten. Ach, das ärgert mich immer noch. Wo wir Reinhold gesagt haben. Das ärgert mich ja immer noch. Oh, Mann. Ach, Mann, wie dumm von mir. Ich geißle mich selbst. Nachher mit der neuen Schwänzigen. So. Okay, mein Freund. Wegen meiner Pflichten als Akolyt. Ach so, ja, hab ich doch alles gemacht. Ich bin von der Wallfahrt zurückgekehrt. Dann hast du die Prüfungen Kalans überlebt und sein Land kennengelernt. Das ist gut. Du musst mir noch beweisen, dass du die Kunst der Suggestion beherrschst. Komm wieder zu mir, wenn du das gelernt hast. Ja. Ich habe Suggestion gelernt. Ach wirklich? Dann zeig mal, was du kannst. Ich will, dass du versuchst, meinen Glauben an Kalan zu erschüttern. Ah, die Outlaws sind gute Menschen und du bist ein Freund von ihnen. Ah, ich probier mal hier. Kalan existiert nicht. Dein Gott ist eine Lüge. Ich? Nein. Woher? Was? Nein. Ich bin beeindruckt. Das war für einen Anfänger wirklich gut. Gut. Diesen Teil deiner Aufnahme sehe ich hiermit als erledigt an. Aber denke immer daran. Versuche niemals, Leute zu suggestieren, die einen stärkeren Geist als du besitzen. Okay. Du kannst davon ausgehen, dass es nicht klappen wird.
Übe fleißig weiter. Vielleicht schaffst du es eines Tages, mich zu überzeugen. Ja. Ich habe meinen Beitrag für die Gemeinschaft geleistet. Das hast du. Von Marthas Seite aus gab es keine Beschwerden. Damit hast du bewiesen, dass du es verstehst, dich für die Gemeinschaft einzusetzen. Du hast dich im Lager nützlich gemacht, die Kunst der Suggestion gelernt und die Wallfahrt eines Akolyten erfolgreich gemeistert. Wir befinden uns im Krieg. Wir können jeden Gläubigen brauchen, der sich uns zur Verfügung stellt. Das bedeutet für dich, dass du jetzt die Chance hast, einen höheren Rang bei uns zu bekleiden, ja, sofern wir dich als erfahren genug erachten. Ja. Natürlich nur gegen eine kleine Spende. Was? Versteht sich. Was? Ich möchte in den Rang eines Legaten erhoben werden. Du hast im Namen Kalans bewiesen, dass du diesem Rang würdig bist. Ja. Hast du die Spende dabei, die Kalan verlangt? Ich geb's ihm persönlich, ja? Ich geb die nicht euch, ich geb die ihm einfach persönlich. Kann er sich abholen oder ihr sagt mir, wie ich zu ihm hinkomme? Wenn er sie verlangt, dann habt ihr ja Kontakt oder so. Sagt mir bitte kurz Bescheid oder sagt mir, wo ich die hinbringen kann. Ist kein Problem. Ja, habe ich. Kalan dankt dir. Ab heute wirst du dich Legat nennen dürfen, Bruder. Aber auch ein Legat unterliegt noch den Pflichten Kalans. Mit der neu gewonnenen Kraft der Suggestion wirst du in die Welt gehen und Gläubige finden. Ach. Neue, ungeschliffene Akolyten wirst du rekrutieren. Ach. Und gottlose Ketzer reinigen. Oh Gott. Melde dich bei Hagen und Balder. Sie werden dir sagen, wie du Kalan von nun an dienen kannst. Aber zuvor solltest du dich bei unserem Rüstmeister melden. Ab heute bist du berechtigt, direkt aus unseren Lagern zu kaufen. Geh und decke dich bei ihm mit Panzerung ein. Ja. Wegtreten, Legat. Gut, dass ich die Billerüstung gekauft habe. Ich wusste nicht, dass es so schnell geht. Psi-Werfer haben wir jetzt auch bekommen. Cool. Da sind wir jetzt aber relativ schnell aufgestiegen. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt.